Quälst du gerne Menschen? 10 Fragen, die an einem Zahnarzt gestellt werden. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen ersten Video nach der Sommerpause. Heute werde ich 13 Fragen beantworten. Die Sendung heißt: Quälst du gerne Menschen? 10 Fragen, die an einem Zahnarzt gestellt werden, aus der Galileo Pro 7 Sendung. Es sind aber nicht 10 Fragen, die dort gestellt wurden, sondern 13 Fragen. Deswegen werde ich alle 13 Fragen beantworten. Und ich werde aber keine Ausschnitte von dieser Sendung zeigen, sondern ich verlinke euch den Link zur Sendung unten in das Beschreibungsfeld oder auch ins Kommentarfeld. Und dann könnt ihr diese Sendung nochmal anschauen. Ich beantworte genau diese Fragen, die auch der Kollege da beantwortet hat, auf meine Art und Weise. Frage Nummer 1. Stellen Sie Zahnarzthelferin nach ihrem Aussehen ein? Für mich und für meine Kollegin, wir sind ja eine Gemeinschaftspraxis, ist es ganz, ganz wichtig, dass unsere Abläufe funktionieren, dass das Personal das kann, was wir fordern, und Aussehen spielt in dem Zusammenhang keine große Rolle. Wichtig ist das fachliche Wissen und dass unsere Patienten gut behandelt werden von unserem Personal, genauso wie von uns gut behandelt werden, und von daher ist das Aussehen zweitrangig. Ihr könnt gerne zu uns in die Praxis kommen und könnt euch ein Bild machen von den Mitarbeiterinnen, die bei uns arbeiten. Frage Nummer 2. Sind Sie ein Sadist? Nein, wir sind keine Sadisten. Wir leiden extrem mit unseren Patienten, besonders wenn sie starke Schmerzen haben und wir diese Schmerzen oftmals vielleicht sogar nicht direkt oder sofort beseitigt bekommen. Es ist oftmals eine Suche der Nadel im Heuhaufen, wenn wir nicht direkt und sofort die Lösung finden. Es ist eine Qual für uns selber, wenn unsere Patienten Schmerzen haben und wir leiden extrem mit. Wir möchten den Leuten helfen und die Leute schmerzfrei sehen. Es ist auch so, dass die Patienten mit qualvollen Schmerzen zu uns kommen und ihre Gesichter schmerzverzerrt sind. Und wenn wir sie dann das darauffolgende Mal sehen, ist es dann sehr häufig so, dass die dann auf einmal mit so einem richtigen Lächeln bei uns ankommen in die Praxis. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn man dann die Leute wieder sieht. Frage Nummer 3. Packen Sie auch mal gröber zu, wenn der Patient unfreundlich ist? Nein, wir packen nicht grob zu. Wir müssen immer vorsichtig mit unseren Patienten umgehen. Unsere Patienten sind sozusagen unsere Kunden, die uns auch gegebenenfalls weiterempfehlen. Und wenn ein Patient unfreundlich sein sollte, kann es natürlich auch sein, dass er in dem Moment Schmerzen hat und wir versuchen ihm zu helfen, und wir sind auch nicht nachtragend in dem Moment. Wenn ein Patient aus einem anderen Grund unfreundlich sein sollte, hat er gegebenenfalls seinen Grund und werden aber auch dieses Problem lösen können und herausfinden, was der Grund ist für dieses Verhalten, ja. Wir sind immer wertschätzend, wir sind immer freundlich und wollen für unsere Patienten immer das Beste haben, dass es denen gut geht und dass sie natürlich auch gut behandelt werden. Frage Nummer 4. Ist der Job auch manchmal eklig? Wir hören immer wieder von unseren Patienten: Wie können wir nur diesen Job machen? Ja, wie kann man nur in einen Mund reinschauen? Und da stelle ich dann
mir manchmal die Frage, wie können zum Beispiel, ich habe riesen Respekt vor Leuten, die zum Beispiel in Pflegeheimen arbeiten und Leute drehen müssen, Leute sauber machen müssen, Leute wechseln müssen in Altenheimen oder auch in Krankenhäusern, ja, die schwachen, alten, kranken Leute irgendwie pflegen müssen. Ja, das finde ich, würde eine extreme Überwindung für mich sein. Und genauso kenne ich aber auch Pflegekräfte, die genau das Gleiche über uns sagen. Und von daher, für uns ist es völlig normal. Ich kenne, was den Mund angeht, gibt es nichts, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Von wunderschönen Zähnen bis zerstörte Zähne, die ohne Ende wackeln, die nur noch entfernt werden wollen. Kaputte Zähne, kariöse Zähne, Zähne, die von einer extrem Parodontitis befallen ist, extrem entzündetes Zahnfleisch, Zahnsteinwände, die nur entfernt werden möchten, weiche, glibberige Zahnbelege, die entfernt werden müssen, damit man Zähne aufrechterhalten kann oder das Zahnfleisch, die Zahnfleischsituation verbessern kann oder auch überhaupt die Mundhygiene verbessern kann. Also für uns ist das völlig normal. Das gehört zu unserem Job. Wir machen das sehr gerne und von daher empfinde ich das persönlich, das sagen meine Helferinnen auch immer, dass ich als Zahnarzt irgendwie gar nichts eklig finde. Also die Mädels sagen immer wieder, oh, das war ja aber schon wieder, ja, aber du kannst es ja ab, sagen sie mir dann. Na, das hatte ich jetzt, glaube ich, heute gehabt in der Praxis und da hat unsere eine Anmeldungshelferin gesagt, ja, du kannst das ja ab, hat sie mir dann zu mir gesagt. Frage Nummer 5. Schwatzen Sie auch Ihren Patienten unnötig eine Krone auf? Nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Das gehört sich nicht. Also, wenn eine Krone indiziert ist, das heißt, der Zerstörungsgrad des Zahnes relativ weit fortgeschritten ist, ein Großteil des Zahnes fehlt und mit einer Füllung aufgebaut ist, aber diese Füllung nicht stark genug ist, um dauerhaft diesen Zahn so zu erhalten, dann kommt eine Krone drauf. Wir sind so ausgebildet worden, dass wir sehr viel zahnerhaltend arbeiten. Also in der Hochschule, wo ich studiert habe, wo wir studiert haben, meine Kollegin und ich haben in der gleichen Hochschule studiert, zum selben Zeitpunkt. Und dort haben wir sehr viel Zahnerhaltung gelernt. Also von daher ein klares Nein. Frage Nummer 6. Warum haben so viele Leute Angst vor Ihnen? Warum viele Menschen Angst vor Zahnärzten haben? Ja, das mag sein, dass diese Menschen vielleicht sogar schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann bei ihrem nächsten Zahnarztbesuch, gegebenenfalls sogar beim neuen Zahnarzt, nicht wissen, was sie erwartet, auch wenn sie zum Beispiel diesen Zahnarzt, diese Zahnärztin empfohlen bekommen haben. So, dann gibt es die Menschen, die aus Geschichten nur Schlechtes gehört haben, aber selber nie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja? Und von daher gehen die dann halt auch vorsichtig in die Zahnarztpraxis. Mit einer gewissen Angst, mit einer gewissen Furcht dorthin, um sich vielleicht die Zähne kontrollieren zu lassen oder vielleicht sogar behandeln zu lassen. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die zum Beispiel ja nur zu Schmerzbehandlungen gehen. Und das ist natürlich auch die Gruppe, die am wenigsten Termine in Anspruch nimmt, um die Zähne auch letztendlich ja, instand halten zu können und Zähne reparieren lassen, richtig reparieren lassen zu können, weil in der Schmerzbehandlung oder im Notdienst kann man keine richtigen Behandlungen durchführen. Das sind kurze Behandlungen,
einfach nur zur Schmerzbeseitigung. Mehr ist das nicht. Ja? Von daher empfehle ich, damit man eine gute Bindung und ein gutes Verhältnis zu seiner Zahnärztin oder zu seinem Zahnarzt bekommt, dass man eine feste Bezugsperson findet, mit der man auch gut zurechtkommt. Nicht jeder Zahnarzt kommt mit jedem Patienten zurecht, auch umgekehrt nicht jeder Patient mit jedem Zahnarzt. Und von daher, damit man die Angst verliert, ist das der einzige Weg. Und ihr müsst sozusagen, das gilt jetzt für die Leute, die Angst haben, aus ihrer Komfortzone herausgehen und den ersten Schritt wagen. Also ihr müsst in den sauren Apfel reinbeißen, damit ihr diese positive Erfahrung macht mit eurem neuen Behandler. Und dann, wenn das Vertrauen da ist, von eurer Seite natürlich auch, und ihr seht, oh, das passt gut menschlich und auch von der Behandlung her, dann verliert man peu à peu die Angst und man gewinnt an Vertrauen. Frage Nummer 7. Sind Sie mehr Mediziner oder Handwerker? Ich kann das jetzt natürlich nur aus meiner eigenen Sicht erläutern und erklären. Also, ich habe zwar Zahnmedizin studiert und weiß vieles theoretisch und weiß, worauf ich achten muss und worauf ich ja besonders Wert legen muss bei den Behandlungen, bin aber von Grund auf, und deswegen habe ich auch diesen Beruf gelernt, ich bin ja gelernter Zahntechniker, also ich bin sowieso von vornherein ein Handwerker. So. Handwerk liegt mir eigentlich ganz gut. So. Von daher dachte ich, ja, ich habe einige Studenten damals gesehen, als ich noch Azubi gewesen bin im Zahntechnikerhandwerk, die zu mir gekommen sind und die brauchten Hilfe. So, dann dachte ich, wenn die das nicht so richtig können und ich kenne es besser, warum soll ich nicht genau dasselbe machen, also studieren gehen wie die? Ich hatte aber auch kein Abitur. So, von daher würde ich mich, also es ist eine Mischung aus Medizin, ja, also viel theoretischem Wissen, was ein Zahnarzt natürlich auch haben muss, unbedingt haben muss. Aber ich fühle mich eher so als Handwerker. Ja, also ich will was zu tun haben. Ich möchte mich möglichst nicht, oder ich mache das nicht gerne, Schreibkram mache ich nicht gerne. Ja, ich brauche etwas für meine Hände, aber keine Schreibtischarbeit. Also von daher würde ich mich persönlich nicht den Mediziner am Schreibtisch bezeichnen, wie es viele Hausärzte zum Beispiel machen, die dann Schnupfen, Husten, Doktoren dann nur den ganzen Tag nur schreiben und gegebenenfalls mal so ein bisschen was abhorchen. Ist jetzt salopp gesagt, ja, also nicht böse sein, wenn irgendein Humanmediziner, Allgemeinmediziner jetzt zuschaut, ja, aber unser Beruf ist eher handwerklich geprägt und ich fühle mich auch eher als Handwerker, genau. Frage Nummer 8. Reiben Sie sich die Hände bei Privatpatienten? Gesetzlich versicherte Patienten wie auch Privatpatienten sind herzlich willkommene Patienten bei uns. So, ich unterscheide oder wir in unserer Praxis unterscheiden nicht zwischen privat und gesetzlich versicherten Patienten, was die Terminvergabe angeht, also die Schnelligkeit der Terminvergabe angeht oder die Dauer des ersten, zweiten, dritten Termin, das ist immer bei mir, wenn ich eine Füllung mache, bei einem gesetzlich versicherten Patienten und bei einem Privatpatienten und ich mache zum Beispiel jetzt die gleiche Füllung, dann brauche ich die gleiche Dauer. Ja? So. Es gibt keinen Unterschied in der Behandlung, im Umgang, in der Terminvergabe oder in der Termindauer zwischen diesen beiden Patienten. Oftmals bevorzuge ich sogar gesetzlich versicherte Patienten. Warum? Es gibt bei den Privatversicherungen oftmals immer wieder Diskussionen, was übernommen wird und was nicht. So. Und
Da spielt dann natürlich auch letztendlich auch die Abrechnung eine Rolle. Und da gibt es immer wieder zum Beispiel Diskussionen. So, auch bei Privatpatienten, die Beamte sind, die bekommen zum Beispiel von der Beihilfe einen Zuschuss. Ja? Also zusätzlich zu ihrer Privatversicherung bekommen die Beamten noch zusätzlich einen Teil von der Beihilfe bezahlt. Und die Beihilfe ist aber keine Alleshilfe. So, und da gibt es auch mal wieder Diskussionen. Von daher bevorzuge ich gesetzlich versicherte Patienten eher als privatversicherte Patienten. Frage Nummer 9. Sind Sie reich? Diese Frage ist mit einem ganz klaren Nein zu beantworten. Ja? Die richtig goldenen Zeiten vor den 80er oder den Zeiten davor des 20. Jahrhunderts, ja, sind schon lange vorbei. Zahnarztpraxen schütten heutzutage nicht mehr so viel aus, wie es, sag ich mal, vor mehreren Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Die Kosten sind enorm gestiegen und klar, wir verdienen immer noch Geld und können immer noch davon leben und wir können uns immer noch etwas leisten. Aber die Frage ist, was ist die Definition von reich sein? Also Reichtum im Innern habe ich mehr als genug, ja? Und Einfälle habe ich auch mehr als genug. Aber reich an Geld? Ich würde sagen eher nein. Frage Nummer 10. Daten Sie nur Frauen mit schönen Zähnen? Auch wenn wir den ganzen Tag mit Zähnen zu tun haben und das sozusagen unser Hauptaugenmerk ist, dass wir aus Zähnen, wenn sie nicht schön sind, etwas Schönes machen, spielt das dann, sag ich mal, bei den Dates, nennen wir das mal Dates, Verabredungen, wie auch immer, keine große Rolle. Da spielen gegebenenfalls dann andere Dinge eine Rolle. Ja. Also ein eindeutiges Nein. Frage Nummer 11. Wie sieht es eigentlich mit den eigenen Zähnen aus? Ja, die eigenen Zähne müssen natürlich auch gepflegt werden und wir pflegen unsere Zähne genauso wie andere Menschen auch. Mit einer Zahnbürste, mit einer Zahnpasta. Wir benutzen Zahnseide oder Interdentalbürstchen und der eine oder andere benutzt mit Sicherheit auch irgendwie so eine Mundspülung und einen Zungenreiniger. Den benutze ich auch zum Beispiel sehr gerne, immer wieder. Und von daher müssen wir auch genauso unsere Zähne pflegen, wie jeder andere Mensch auch. Ja? Weil wir auch zu den Otto-Normalverbrauchern haben, die Zähne haben. Also von daher müssen wir genauso unsere Zähne pflegen, wie jeder andere Mensch auch. Frage Nummer 12. Schon mal ein Loch gehabt? Also ein Zahnloch ist damit gemeint. Ne? Und zwar ist diese Frage mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Ja, auch nicht wenige Löcher. Man hat ja auch ein Leben gehabt vor der Zahnmedizin. Auch als Zahntechniker kann man Löcher bekommen und auch als Zahnarzt. Und es gibt auch genug, mehr als genug Zahnärzte, die sich auch behandeln lassen müssen und auch gegebenenfalls sogar auch Zähne verlieren. Und ja, vielleicht dann auch eine Brücke oder ein Implantat da gemacht werden müsste oder muss. Viele Fälle auch auf Fortbildungen von Kollegen gesehen, die dann auch selber Zahnersatz haben. Meistens natürlich auch festsitzend, weil man möchte auch einen gewissen Komfort haben, eine gewisse Lebensqualität haben. Und von daher, ja, Zahnarzt, der ein Loch hat, der einen Zahn verloren hat. Also ich habe bisher keine Zähne verloren. Ich habe aber bereits zwei Wurzelbehandlungen auf meiner linken Seite hier oben an den zwei kleinen Backenzähnen. Das sind die zwei einzigen Zähne, die eine Wurzelbehandlung bei mir bekommen haben. Das war aber die Zeit im Studium, habe ich das machen lassen. Also alles, was
Was daran hing, ist sozusagen vorm Studium passiert. Und dann habe ich das im Studium machen lassen. Und das ist auch schon ja, 13, 14 Jahre her, dass das halt so gemacht und repariert ist. Eine einzige Krone habe ich in meinem Mund, an dem einen wurzelbehandelten Zahn. Und von daher ist das, ja, ich habe mehrere Löcher bei mir im Mund und versuche tagtäglich dann auch meine Zähne zu pflegen, damit das dann letztendlich auch so erhalten bleibt. Frage Nummer 13. Was machen Sie, wenn Sie selbst zum Zahnarzt müssen? Dann gehe ich zu meiner Kollegin. Ja, wir sind ja zu zweit in der Praxis. Wir behandeln uns gegenseitig. Und von daher habe ich für mich oder für uns in der Praxis haben wir unsere Lösung, um alles Mögliche, sage ich mal, im Blick zu behalten und unsere Zähne gesund zu halten. Ja, das war's zum heutigen Video zu dem Thema: Quälen Sie gerne Menschen? 10 Fragen an einen Zahnarzt gestellt. Das sind aber hier in diesem Falle 13 Fragen gewesen. Wenn es weitere Fragen gibt, die ich gerne beantworten soll, beantworte ich die auch gerne. Ich kann auch sehr gerne ein weiteres Video machen, wenn es weitere Fragen, Videos im Internet gibt, verlinkt die mir. Ich habe noch ein weiteres Video, was ich gegebenenfalls machen könnte, was ich auch verlinkt bekommen habe. Diese Videoidee stammt von einer Abonnentin unseres Kanals und von daher, das ist jetzt einige Wochen her, dass sie das vorgeschlagen hat und deswegen dachte ich mir, als erstes Video nach dem Urlaub ist das angebracht und von daher habe ich das jetzt heute hier mitgemacht. Ja? Ich wünsche euch alles Gute, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und beim Abo die Glocke nicht vergessen. Schaut euch weitere Videos an, die jetzt gleich hier folgen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.